Genau, dann begrüße ich euch erstmal zu der Veranstaltung. Ja, Klasse, Krise, Kapitalismus und so unsere Themen. Wir wollen es ja nicht kleiner. Klimakrise ist ja wahrscheinlich auch eins der Wörter, die wir jetzt irgendwie in den letzten Jahren, 2019, glaube ich, überall durch die bürgerliche Presse gegangen ist und eins der Top-Wörter. Wenn wir an das Jahr 2019 denken, dann auf jeden Fall an diese Hunderttausenden von streikenden Schülerinnen in der ganzen Welt und gleichzeitig natürlich aber auch an die Proteste zum Beispiel der Bergarbeiter, die im Hambacher Forst genau gegen solche Klimaschutzaktivisten sich gestellt haben, oder an die Gelbwesten, die ja mit ihrem Satz, ihr redet vom Ende der Welt und wir vom Ende des Monats, da relativ populär geworden sind und vielleicht interpretiert wurden als so ein, da gibt es einen ganz klaren Widerspruch zwischen Arbeiterklasse und Klimaschutz. Ja, die Future Wipers aus Leipzig, die ich hier begrüßen möchte und mich total freue, dass wir die hier haben, haben ein bisschen diesen scheinbar offensichtlichen Widerspruch zum Anlass für eine kritische Intervention in die Fridays for Futures Bewegung genommen. Und wir fanden die Thesen der Leipziger da, gerade inmitten von dieser ökokapitalistischen Blase aus Green New Deal und CO2-Steuer und Wissenschaftsfixierung, irgendwie sehr erfrischend klar auf den Zusammenhang von Kapitalismus und Ökokrise fokussiert und haben sie deshalb eingeladen als Freundin der klassenlosen Gesellschaft, die wir jetzt sonst nicht unbedingt unseren Schwerpunkt auf Umweltthemen legen und jetzt auch nicht die totale Expertise haben, aber fanden, das ist auf jeden Fall Grund genug, das Gespräch zu suchen. Und so soll es heute Abend auch sein, ein bisschen in Dialogform. Und bevor ich mich jetzt mit euch so ein bisschen über eure Einschätzung der Fridays for Future Bewegung, über die Potenziale, die ihr da seht und auch über den Zusammenhang von Kapitalismuskritik und Klimakrise unterhalten möchte, würde ich euch erstmal bitten, euch vorzustellen, vielleicht was zu euch, wie seid ihr entstanden, was zu eurem Flugblatt zu sagen, mit dem ihr in diese Proteste reingegangen seid und was ihr ansonsten zu dem bisschen zu der Kritik, die von Fridays for Futures ja durchaus auch geäußert wird, aber die ihr vielleicht nochmal ein bisschen fokussiert zusammen habt. Hallo, komm ich schon? Ja. Schön. Dann auch herzlich willkommen von unserer Seite. Genau, vielen Dank an die Freundin der Klassenlosen Gesellschaft für die Einladung nach Berlin. Schön, dass das irgendwie noch so kurzfristig geklappt hat in diesem Jahr, ausgehend von diesem Interview, was wir da gegeben haben, hier noch gemeinsam diskutieren zu können. Ich bin Marco aus Leipzig, auch Teil eben dieses kleinen Zusammenhangs, der sich anlässlich des ersten Klimastreiks im September gegründet hat. Max und Katja. Vielleicht noch ganz kurz sozusagen zum Hintergrund, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, dieses Flugblatt zu schreiben und uns überhaupt mit dem Thema zu beschäftigen. Das ist auch so, dass also wir drei zumindest auch in Leipzig in der Translib organisiert sind. Die Translib ist so ein kleines kommunistisches Bildungs- und Diskussionsprojekt und Diskussionszusammenhang. Wir betreiben da ein kleines Ladenlokal, in dem Lesekreise stattfinden und eben auch ab und zu Diskussionsveranstaltungen zu verschiedenen Themen. Und 2014 hat eigentlich diese ganze Beschäftigung mit dem Thema begonnen, als in Leipzig eine sehr große Konferenz aus diesem Postwachstumsspektrum stattgefunden hat, auf die wir mit einem mit einem Thesenpapier, das noch einen relativ polemischen Charakter hatte, was man vielleicht auch an dem Titelbild sieht, wenn man es erkennen kann, reagiert haben. Die Stoßrichtung der Kritik ging eben in die Richtung, dass wir herausstellen wollten, dass die Bewegung zwar ziemlich viel zum Wachstum, aber ziemlich wenig zum Kapitalismus eben zu sagen hatte. Und das hatte, glaube ich, in dieser Postwachstumsszene auch schon ein bisschen zumindest für Aufmerksamkeit gesorgt. Aber auch von unserer Seite haben wir eben gemerkt, dass wir selbst zu der ganzen ökologischen Krise ziemlich wenig eben wussten und ziemlich wenig zu sagen hatten. Was dann dazu geführt hat, dass wir uns in den letzten Jahren eben intensiver mit sozusagen dem Gegenstand selbst beschäftigt haben, woraus ein paar Vorträge und Texte nicht wirklich, aber ein paar Vorträge und Diskussionen hervorgegangen sind, also zum Klimawandel und zur ökologischen Krise im Allgemeinen.
Teile davon könnt ihr wahrscheinlich auf unserer Homepage finden als ja, Audio-Mitschnitt. Und genau. Wir haben uns dann aber erst jetzt auch ein bisschen inspiriert durch eben auch ja, das Vorbild eigentlich von Leuten aus Frankfurt, die eben schon sehr früh dann mit Blick auf diese Fridays for Future-Bewegung den Kontakt gesucht haben und sich mit aktiven Schülerinnen zusammengetan haben und diskutiert haben, gewissermaßen an ihnen orientiert und haben in Leipzig dann auch relativ verspätet mit, ja, weiß nicht, einem guten halben Jahr oder so, Verspätung uns dieser Bewegung dann auch so ein bisschen zugewandt und haben dann, wie gesagt, zum Klimastreik auch relativ spontan dieses Flugblatt geschrieben, genau, dessen Stoßrichtung dann eben auch dahin geht, sozusagen die radikaleren Teile innerhalb der Bewegung so ein bisschen zu stärken, zu unterstützen, indem wir eben versuchen, die ganze Frage halt zuzuspitzen auf einerseits die grundlegende Ursache eben der ganzen Klimakrise und andererseits aber auch die Frage, wie man überhaupt, mit wem man dagegen kämpfen kann. Genau, so viel vielleicht erstmal vorneweg, wer wir sind und wie wir zu dem Flugblatt gekommen sind. Ja. Ja, ich würde da eigentlich aber direkt nochmal weiter einsetzen. Also ihr habt ja den, also ihr nennt euch ja Future Workers oder Workers for Future, das heißt, ihr habt den Bezug auf diese Fridays for Future Bewegung oder auf diesen Fridays for Future Protest, der bereits im Namen, du hast ja schon angedeutet, die Beziehung ist jetzt nicht rein positiv, beziehungsweise ihr habt da nicht so ein nur euphemistisches Bild. Mich würde interessieren, ja, welche Potenziale seht ihr da konkret? Wie wollt ihr da weitermachen? Inwiefern glaubt ihr, dass es für radikale Linke sinnvoll ist, da reinzugehen? Und inwiefern seht ihr da durchaus auch Probleme in der Analyse? Also ich denke jetzt mal an dieses Olympiastadion-Event, das ist wahrscheinlich hier allen auch ein Begriff, ne? Weltrettung per Petition und Ticket-Shopping. Das ist jetzt nicht so ganz unsere Vorstellung ja eigentlich von Revolution. Und wenn man sich jetzt so auch anguckt, wie gerade von den, also zumindest von den deutschen Fridays for Future Leuten sich ja die etwas nach außen gekehrteren Personen dann schon klar den Grünen zugewendet haben, auch ist das ja auch für, ist das ja auch ein Punkt, der einen dann schon zweifeln lässt. Ja, was, wie seht ihr da, wie steht ihr dazu? Ja, also an der Olympia-Veranstaltung zweifeln wir auf jeden Fall auch. Also erstmal vielleicht ganz grundsätzlich ist, halten wir das schon für eine, oder ist uns das schon wichtig, so diese Bewegung, also irgendwie uns auch da zu involvieren oder zu versuchen, da zu intervenieren, weil wir schon denken, dass sich in dieser Bewegung halt also so nervig und ideologisch sie in vieler Hinsicht aktuell ist, sich da halt so ein bestimmtes Bewusstsein oder auch ein radikales Bedürfnis ausdrückt und halt auch ein wirklich reales Problem. Also erstmal halt, dass sich sozusagen unter den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen eben diese Klimakrise oder eben diese ökologischen Probleme zugespitzt haben in den letzten Jahren und wir davon ausgehen, dass es sich halt auch weiter noch zuspitzen wird und dass sozusagen auch damit die sozialen Konflikte zunehmen werden oder diese Verbindung von ökologischen Problemen und sozialen Auseinandersetzungen so ein Knackpunkt ist. Also was man ja irgendwie auch jetzt in den letzten Jahren schon gesehen hat, dass es diese Klimaprobleme halt so extreme Auswirkungen haben auf soziale Verhältnisse, also seit jetzt durch so Wetterextreme und was dann halt zu irgendwie Hungersnöten, zu Wohnungslosigkeit im Zuge von so Orkanen, Wirbelstürmen und so führt oder auch Wasserknappheit. Also das alles führt halt jetzt auch schon zu so sehr großen sozialen Verwerfungen. Und das ist erstmal so der Ausgangspunkt, warum wir denken, dass es schon, also was sich da in dieser Bewegung ausdrückt, ist schon ein sehr großes, wichtiges Problem, dem wir uns halt auch stellen müssen und also der halt auch uns sozusagen tangiert und auch eigentlich nicht erst in der Zukunft, also es ist ja auch so ein Ding jetzt, was
vielleicht die Schülerinnen umtreibt, wie ihre Zukunft ist, sondern das ist ja für viele Menschen halt jetzt eigentlich schon sehr spürbar ist. Genau, also das ist vielleicht erstmal das, warum wir das schon wichtig finden, da auch so reinzugehen. Und ja, wir sehen Potenziale und auch große Probleme. Also, das Potenzial würden, also genau, hab ich schon gesagt, so ein bisschen, also das da schon, es geht ja schon in dieser ganzen Klimafrage, auch wenn es immer, also auch wenn es zurzeit auch sehr allgemein meistens thematisiert wird, eben schon um die Frage, wie ist dieser Mensch Naturstoffwechsel überhaupt, also oder wie, also es gibt schon, es drückt sich da schon so ein Bedürfnis aus, die erstmal die gesellschaftlichen und auch natürlichen Lebensgrundlagen zu erhalten. Und da dockt ja schon immer mal auch in der Bewegung dann eben Kritik an irgendwie Dinge, ja, an sowas wie der aktuelle Verkehr ist, durch die, diese ganzen CO2-Emissionen, dass überhaupt halt diese Produktion so auf Profit beruht. Also so, man kann schon sehr viele Versatzstücke davon erkennen. Und es gibt in diesen Auseinandersetzungen schon, also scheint halt schon so ein Grundwiderspruch irgendwie der Gesellschaft auch auf. Und also man kann ja schon immer die ganze Zeit auch diese Bilder sehen, so System Change, ne? Climate Change. Ja, und also das denken wir, also es gibt sozusagen eine Offenheit in der Bewegung, und die sich auch möglicherweise radikalisieren kann. Und auch ist halt, wie du schon gesagt hast, so 2019 hat dieses Thema so überall, also es ist halt einfach, es wird diskutiert in der Öffentlichkeit, und das sehen wir erstmal schon positiv. Genau, und ja, da, also da sind wir uns nicht sicher, aber also auf jeden Fall wäre ja vielleicht meine These, dass es schon eine Möglichkeit gibt zur Radikalisierung. Also wenn, es gibt ja jetzt schon auch nach einem Jahr dieser Fridays for Future so, ja, okay, die Politik, die macht halt nichts, die reagiert halt nicht, wir streiken hier immer am Freitag und passiert halt nichts. Also kann ja schon passieren durch weitere Debatten, dass auch da Leute anfangen, auch zu anderen Mitteln zu greifen. Oder ich glaube, Ende Gelände hat zum Beispiel schon auch einen relativ großen Zulauf gehabt in diesem Jahr. Wo wir uns aber auch nicht sicher sind, also das kann natürlich genauso gut in so eine Resignation umschlagen oder in, ja, also, oder dass man, dass es einfach so abflaut. Und da sind auch vielleicht die Probleme, also mit diesen Streiks, die da, also Streiks, also diese Schule schwänzen, was da so jeden Freitag passiert, hat halt, also Fridays for Future zumindest hat halt so eine, selbst ist halt sehr beschränkt, also das, also, oder die haben halt selbst ja keine Macht, also das sind halt ja so Schüler, und natürlich interessiert es eigentlich niemanden, wenn die am Freitag da demonstrieren, also, oder da wird sich jetzt nicht was verändern, also sie alleine können ja irgendwie nicht zu so einer, kann man eigentlich keine Machtressourcen, um irgendwie was zu verändern, und damit sind sie halt auch so ein bisschen harmlos und kommen ja auch, also sind ja schon eher so Mittelklasse, so eine Mittelklassebewegung, die sie auch alleine nicht so richtig überwinden können. Also sie können vielleicht so ein bisschen radikaler werden, aber ohne, dass es sich auch auf andere Bereiche ausweitet, können sie eigentlich auch nicht so viel machen. Genau, das sehen wir auf jeden Fall als, also das ist vielleicht so eine objektive Beschränkung, und andere Probleme, also die wir auch in dem Flugblatt genannt haben, also ist auf jeden Fall aufgrund vielleicht auch der, also der Situierung in dieser Mittelklasse eher, dass sie halt sehr, also teilweise, nicht alle, aber schon, glaube ich, großer Teil halt sehr auf diesen Konsum, auf diese Konsumkritik geht. Also dass sie auch
die Probleme individualisieren, also was man auch dann in so bestimmten Reformvorschlägen sieht, wie so der CO2-Steuer oder es geht, also es gibt, ich war auch bei vielen Veranstaltungen vor 2 Wochen da bei dieser Public Climate School. Genau, und da ging es sehr viel immer um diesen Verzicht, um dieses moralische. Also bei einer Veranstaltung wurde dann so gefragt, ja, wer ist jetzt schon mal alles geflogen? Ich will hier eine kleine Umfrage machen. Wurde halt gefragt, wer ist noch nicht geflogen? Da haben sich nur 2 Leute gemeldet. Und ja, und dann hat man halt so sich selbst so bewiesen, dass man so schlimm, also dass man halt noch zu viel konsumiert und dass man halt weniger konsumieren muss. Und ja, so gesellschaftliche Verhältnisse tauchen dann nicht auf und also das bleibt dann sehr auf dieser individualisierenden Ebene. Und ich glaube, was damit zusammenhängt, also dass es eigentlich nicht um gesellschaftliche Verhältnisse geht oder nicht, schon teilweise, aber zu wenig, ist eben, dass dann die Politik immer so angesprochen wird, an den Staat appelliert wird und sich sehr, also schon würde ich sagen, große Illusionen gemacht werden über den Handlungsspielraum von den Staaten oder auch über die Interessen. Also das jetzt, gerade in Deutschland, der Staat jetzt nicht so ein großes Interesse hat, diese Automobilindustrie irgendwie zu schaden. Aber so, also es wirkt so als, also sie sind dann immer so sehr enttäuscht und entrüstet, dass jetzt halt nichts passiert. Und also es gibt da so einen großen Glauben. Und damit verbunden ist uns auch begegnet, dass es eigentlich zu wenig politische Auseinandersetzung gibt. Also wir wurden dann auch manchmal so vom Flugblätterverteilen abgehalten. Ich glaube, es gibt dann so eine Angst, dass irgendwie so politische Gruppen da kommen und irgendwie so agitieren wollen, und das soll ja aber so eine gemeinsame Bewegung sein und nicht rechts, nicht links, möglichst halt nur vor allem fürs Klima, also alle fürs Klima und so politische Auseinandersetzungen. Da gibt es auch so ein bisschen Angst. Ja, da würde ich nochmal direkt ansetzen, um da nochmal nachzufragen. Also das, weil du am Anfang gesagt hast, du siehst ja schon klar auch ein Potenzial und immer wieder eine ziemlich radikale Kapitalismuskritik, Climate Change, System Change und so. Ich habe auch mein Gefühl, ist, ja, das gibt es auf jeden Fall, vereinzelt, aber jetzt erstmal würde ich genau das, was du am Ende eher beschrieben hast, diesen doch ziemlich klassisches Politikverständnis, sehr individualisierte Analyse, die so auf den Konsum fokussiert ist und dann doch nur eine sehr halbherzige Kritik. Und ich war auch angesichts dieser Dramatik, dieser apokalyptischen Visionen, die da immer aufgemacht werden, No Planet B und alles geht zu Ende und so. Und dann kommen halt Forderungen raus, die ja netto null bis 2035 und nicht bis 2050, wie die Bundesregierung es plant. Also das ist jetzt, okay, 15 Jahre weiter vorne. Das ist jetzt nicht das, was man sich bei so einer Dramatik vorgestellt hat oder die CO2-Steuer, die halt ein bisschen höher sein soll. Aber wenn man sozusagen, also mich hat das überrascht und das fand ich auch ein großes Problem und würde jetzt fragen, inwieweit liegt das vielleicht auch an der Analyse, die da falsch ist oder unvollständig, warum ist da diese krasse Diskrepanz zwischen diesem riesen aufgebauschten, oh Gott, wir gehen alle unter, und dann kommt dann doch eine sehr kleinschrittige Forderung mit eben mit so einem ganz braven Demokratieverständnis raus. Also ja, warum das genau so ist, weiß ich auch nicht. Aber also ich würde eben sagen, also ich wollte nochmal diesen Punkt stärken, dass da schon eben auch eine gewisse Radikalität eben drinsteckt, weil also wir in unserer Analyse gehen eben schon davon aus, dass ja auch wir uns eben auch als Kommunisten, Kommunistinnen schon eben sehr viel eigentlich mit Umweltfragen beschäftigen sollten. Und das eigentlich eben auch genauso wie zur Ausbeutung eben ja, der Arbeiterinnenklasse ein Wesenszug des Kapitalismus ist, eben auch diese Natur als Grundlage des Reichtums ja, zu untergraben. Und Marx parallelisiert es ja auch immer so im Kapital sehr stark. Und ich denke, das ist halt
wenn diese Bewegung jetzt so einen schon massenhaft geteilte Slogans eben hat, wie so People before Profits oder eben, ja, also man, wir müssen das, wir brauchen irgendwie eine Gesellschaft, in der wirklich diese natürlichen Grundlagen erhalten bleiben und so weiter, dann stellen sie eben schon eigentlich, selbst in so ganz, in so ganz banal klingenden, moralisch klingenden Forderungen und Vorstellungen letztlich die Grundlagen des Kapitalismus in Frage, weil das wird sich halt nicht in Deckung bringen lassen. Und gleichzeitig ist es eben erstaunlich, finde ich auch, also wie sehr dann trotzdem eben, also gleichzeitig so ein Vertrauen da ist, obwohl eben diese ganzen letzten Jahrzehnte so wenig gebracht haben, oder eigentlich nichts gebracht haben, auf der Ebene von internationalen Klimaverhandlungen und so, und eigentlich die Emissionen, seitdem diese Klimaverhandlungen halt losgegangen sind, Ende der 80er dann, glaube ich, um 70% gestiegen sind global. Also es ist halt nicht effizient, dieser Weg dieser Klimakonferenz, und trotzdem sind sie halt sehr fokussiert darauf. Und wir denken aber, dass es da sozusagen schon dadurch auch eine interne Widersprüchlichkeit gibt, eben die Forderungen und die Ziele eigentlich und die Mittel, die sie halt haben. Und da wollen wir halt ansetzen und sagen, ja, also wenn ihr so weit gemacht, glaubt, das wird nichts, aber eigentlich müssen wir wirklich da hinkommen. Und dann ist es eben so, ja, also ich meine, wir denken halt auch, dass es nur eine soziale Massenbewegung sein kann, die letztlich da eine Änderung bringt, und die haben eben eine geschaffen, mit all ihren Mängeln. Und also es gibt eben nur diese erstmal gerade, und davon muss man irgendwie erstmal ausgehen, wenn man ja selber auch keine irgendwie darstellt oder so, ne? Und dann halt versuchen, da sozusagen die Tendenzen zu stärken, die Widersprüche aufzuzeigen und dazu versuchen, dass sie ausgetragen werden. Aber es kann natürlich voll sein, dass es nicht klappt. Also nur dann, ja, stehen wir halt blöd da. Ich wollte nur noch eine, also eben, genau, diese Widersprüche gibt es, und ich würde auch sagen, es gibt halt beides. Also wobei diese eher öffentlichen Personen halt schon ein bisschen lame sind, aber es gibt halt dann schon auch Gruppen, die so ziemlich auf Zack sind. Also zum Beispiel diese Fridays in Köln, die sind eigentlich so dezidiert, also so alles, was die posten, ist halt eigentlich immer kapitalismuskritisch. Die haben da auch jetzt noch so eine Nebenkampagne zu RWE enteignen. Ich glaube, das haben sie sich auch so von Berlin so abgeguckt. Also da passieren dann so Sachen, und auch was ich jetzt in Leipzig so beobachtet habe, also es gibt halt immer beides. Es gibt dann so diese völlig nervigen Konsumdiskussionen über Plastikströme, und dann gibt es aber auch so Podiumsveranstaltungen mit 300 Leuten in so einem Hörsaal, wo dann so 5 Leute hintereinander halt sagen, ja, wir brauchen eine andere Gesellschaft, wir brauchen eine andere Produktionsweise. Also irgendwie, ja, es gibt da beides. Naja, da würde ich jetzt dann nochmal anknüpfen und ein bisschen Thema Schwenk machen. Wir haben jetzt gesagt, ja, es ist immer die soziale Massenbewegung, die es gerade gibt. Ein bisschen haben wir mit den Gelbwesten und so eine andere noch gehabt. Wenn wir jetzt eben gesagt haben, gut, die stellen die richtigen Fragen, haben die jetzt die falschen gestellt oder zumindest die falschen Antworten gegeben? Also das heißt, zeigen jetzt irgendwie, ist das jetzt so Klimaschutz, ist das was für Reiche und Bürgerkinder, und sind jetzt sowas wie die Gelbwestenproteste oder vor allen Dingen auch die Ergebnisse, wenn man sich jetzt die Ergebnisse der AfD in der Lausitz oder sowas anguckt, zeigt es, dass wir jetzt die Arbeiterklasse mittlerweile eher als so ein reaktionäres Bollwerk gegen eine klimazentrierte Umgestaltung der Welt damit zu rechnen haben? Oder könnt ihr das dazu nochmal vielleicht Stellung nehmen? Im Namen der Klasse. Dass wir natürlich nicht gegen Klimaschutz sind. Nee, aber also klar, du sprichst natürlich eine ernsthaftes Problem an, also zumindest jetzt erstmal auf der Erscheinungsebene muss man ja sagen, dass es ja so ist, dass die Gelbwesten in Frankreich sich ja konstituiert haben, halt eine Reaktion auf eine Erhöhung eben, der Steuer auf Benzin und
Diesel, also quasi auch eine CO2-Steuer, die dann auch noch von Macron als Ökosteuer verkauft wurde, was sie natürlich in keiner Weise war. Und jetzt auch zuletzt eben die Revolten, die wir in den letzten Monaten gesehen haben, insbesondere in Ecuador, auch dort war der Auslöser eben die Streichung dann von Subventionen auf eben Treibstoff. Das heißt, genau, und auch die von dir natürlich angesprochenen, in der Einheit schon angesprochenen Kohlearbeiter um Hambach, um den Hambacher Forst oder eben auch in der Lausitz, scheint es natürlich jetzt erstmal so zu belegen, dass es da halt einen grundlegenden Widerspruch gibt, den man nicht überwinden kann. Aber wir würden eben denken, dass man das Problem jetzt sozusagen auf verschiedenen, oder das Problem auf jeden Fall verschiedene Facetten hat. Also das Erste, was wir hervorheben würden und was wir auch in einem Interview noch hervorgehoben haben, war, ist dann die Tatsache, dass dieser Klimawandel eben überhaupt nicht, dass der Kampf gegen den Klimawandel überhaupt nichts Elitäres ist, sondern diejenigen, die von den Folgen des Klimawandels, aber eben auch der ökologischen Krise im Allgemeinen, also sagen wir auch eben der verschärften Situation eben der Landwirtschaft, steigender Lebensmittelpreise und so weiter, natürlich am ärgsten betroffen sein werden, sind natürlich die unteren Segmente eben der Arbeiterinnenklasse weltweit. Und das ganze sozusagen das ganze Ausspielen jetzt von irgendwie dem Klimaschutz als irgendwie sowas, Politik für die es eben haben, die sich die Armen sozusagen nicht leisten können, ist auf jeden Fall eine vollkommene ideologische Verschiebung. Und wir denken, dass diese Verschiebung sich insbesondere darin ausdrückt, dass eben die Interessen, die Arbeiterinnen angeblich haben, eben zumeist reduziert werden auf das, was man dann sozusagen als unmittelbare ökonomische Interessen bezeichnen kann. Also das heißt, es wird dann eben gegeneinander ausgespielt, sozusagen die Jobs der Kohlearbeiter hier und dann die Umweltmaßnahmen da. Aber natürlich sind die Lebensinteressen der Arbeiterinnen nicht auf den Lohn und nicht auf den Arbeitsplatz halt zu beschränken, sondern sie sind natürlich genauso vielfältig wie die Lebensbedürfnisse von allen anderen lebenden Menschen. Also das heißt, der Wunsch eben danach, ja, gut zu essen, gut zu wohnen, irgendwie nicht jeden Morgen im Verkehr festzustecken, nicht die Abgase einzuatmen und natürlich auch nicht halt, durch einen Hitzeschlag zu sterben oder durch eben den Orkan obdachlos gemacht zu werden. Das sind natürlich alles lebendige Interessen, die Arbeiterinnen eben auch haben, die alle durch diese ökologische Krise eben bedroht sind. Aber das Problem ist natürlich aber trotzdem, dass wir, und das kommt dann sozusagen zum Kern sozusagen dann des aktuellen Gegensatzes, dass wir aber natürlich trotzdem beobachten können, dass in den letzten Jahrzehnten eben auch innerhalb der Arbeiterinnenklasse sozusagen diese Ideen, dass sozusagen die eigenen Interessen und die eigenen Perspektiven hinsichtlich der gesellschaftlichen Transformation unter sozusagen diesem Angriff, den sie seit Jahrzehnten ausgesetzt sich sehen, auch immer weiter halt auf diese engen Interessen eben reduziert wurden. Das heißt, Debatten darüber, wie sehr in den 70er oder 80ern eben geführt wurden, die gesellschaftliche Produktion eben nach sozialen Maßstäben eben umzugestalten, also sagen wir, keine Waffen mehr zu produzieren, sondern eben, wie das Beispiel eben von Lucas Aerospace zeigt, stattdessen eben Windturbinen produzieren zu wollen. Das ist eben im Zuge dieser Defensive, in der die Arbeiterklasse geraten ist, eben zurückgegangen. Und das bietet aus unserer Sicht auch die Basis dafür, dass eben heute diese Interessen auch sozusagen so gegeneinander ausgespielt werden können. Ja, und anknüpfend daran vielleicht nochmal auch an also die Gelbwestenbewegung, der wir uns auch beschäftigt haben in der letzten Zeit. Also ja, es ist eben schon so, also es gibt ja dieses reale materielle Problem erstmal, also von dieser Klimakrise. Und da sind sich ja auch also eben diese berühmten 99% aller Wissenschaftlerinnen genauso halt einig wie eben eigentlich die meisten Teile der politischen Klasse. Und deshalb gibt es ja auch diese ganzen internationalen Klimaverhandlungen die ganze Zeit. Und es gibt ja sozusagen so ein abstraktes Anerkennen dessen, dass da was passieren muss. Und was sich da aber eben durchgesetzt hat auf diesen ganzen Klimaverhandlungen und so weiter in den 90er Jahren, ist halt eben, dass man natürlich so marktkonforme Lösungsansätze fährt, die halt eben hauptsächlich getragen werden von so einem breiten
bürgerlichen, liberalen Lager. Und dann gibt es halt abgesehen davon natürlich auch noch die Leute, die das halt leugnen und die halt einfach zynisch sind und einfach sagen, ja, so, ich bin mir selbst am nächsten. Das gibt es eh alles nicht, wir können eh nichts ändern. Also das ist so diese zynische, wirklich rechte Linie, so Trump und so weiter. Aber der Mainstream der bürgerlichen Politik ist halt eben diese liberale Lösung. Und das läuft dann halt über Konsumsteuern zum Beispiel oder über Investitionen in E-Mobilität oder andere so vermeintlich grüne Technologien, die halt alle auch Wirtschaftswachstum und so halt garantieren sollen. Und jetzt ist es halt so, dass bei dieser Konsumsteuer, also viele Leute, die sich halt damit beschäftigt haben, welche Effekte das halt haben würde, jetzt das Benzin teurer zu machen, halt sagen, ja, also das hat halt hätte halt sehr, sehr geringe Effekte wahrscheinlich, weil eben das gar kein Konsum ist, den die Leute sozusagen einfach als individuelle Wahlfreiheit oder so begehen, also Auto zu fahren, sondern das ist einfach wie ein technisches System, in dem wir leben, also in dem zum Beispiel Leute in den Vororten leben und dann halt mit dem Auto zur Arbeit fahren und die Leute gehen in Supermärkten einkaufen, die sind halt irgendwo am Stadtrand und so weiter und so weiter, also der ganze Lebensprozess ist halt darauf ausgelegt in vielen Gegenden, wenn man jetzt nicht gerade in Kreuzberg wohnt oder so, dass man halt ein Auto hat, um zur Arbeit zu kommen und diese ganzen Sachen zu machen, die man im Alltag braucht, um sich zu reproduzieren. Und ja, deshalb würden die Leute wahrscheinlich halt auch nicht weniger Auto fahren, sondern einfach nur mehr zahlen und dann halt auf etwas anderes vielleicht verzichten. Und das haben halt diese Gelbwesten eben auch gesehen, die haben diese Ungerechtigkeit, die soziale Ungerechtigkeit thematisiert in ihren Forderungen auch, die sie da verfasst haben. Da gibt es so ein Forderungspapier mit 42 Forderungen und da sagen sie halt, ja, also wir wollen halt, dass zum Beispiel Flugzeugbenzin halt besteuert wird und nicht das Autobenzin. Und das ist halt hat eine ganz klare Stoßrichtung gehabt, eben zu sagen, also dass Luxusgüter sollen teurer gemacht werden. Wir fliegen nicht ständig. Vielleicht einmal im Jahr zum Urlaub, aber wir sind keine Vielflieger oder sowas, aber wir brauchen halt unser Auto für den Alltag. Und die haben sich ja dann teilweise auch an diesen Samstagen, kam es zu so Konvergenzen, also zu so eigentlich Zusammenfließen von Klimademos und Gelbwesten-Demos auch in Frankreich. Also es gibt da durchaus eigentlich eine Erkenntnis darüber, würde ich sagen, dass eben diese Frage der Lösung der ökologischen Krise ja einen Klassencharakter hat und dass es eben Lösungsansätze gibt, die nicht nur ineffizient sind, sondern die halt auch eigentlich darauf beruhen eben, dass ja eben die breite Masse der Bevölkerung zur Kasse gebeten wird, während eigentlich halt an der grundsätzlichen Art und Weise zu produzieren nichts geändert wird. Und das hat sich, denke ich, auch in der Gelbwestenbewegung schon auch ausgedrückt. Ja. Nur sozusagen im Bogen dann auch nochmal ganz zurück zu deinen Gelbwesten und zu deiner Ausgangsfrage sozusagen zu schlagen. Also ich würde halt auch so weit gehen und sagen, dass so eine Bewegung wie die der Gelbwesten, auch wenn sie halt von manchen Leuten gerade aus dieser Degrowth- oder Klimabewegung dann halt eben als Beweis für die Schwierigkeit der Aufgabe gesehen wurde, eigentlich für uns eigentlich gerade trotz dessen, dass sie sich eben gegen diese Ökosteuer oder diese vermeintliche Ökosteuer gerichtet hat und eben eigentlich ein Lichtblick ist. Also ich glaube, für uns wäre das ja eben genau sozusagen ein zartes sozusagen Aufkommen eben von Klassenkämpfen heute, die überhaupt erst die Basis dafür darstellen, dass eben diese Defensive, in der halt die Arbeiterklasse sich aktuell befindet und in der sozusagen halt auch diese Idee und der Anspruch, wirklich eine gesellschaftliche, also eine soziale Revolution eben überhaupt vorstellbar zu machen, dass die überhaupt erst in solchen Bewegungen entstehen kann. Und da wir denken, dass halt diese ganze Klimakrise sich auch nicht innerhalb des Kapitalismus lösen lassen wird, denken wir, dass wir genau natürlich auf solche Bewegungen setzen müssen und dass genau das die Orte sind, an denen eben Bewusstseinsentwicklung stattfindet, an denen eben ja, dieses ganze Prinzip eben nicht nur der Menschen, sondern eben auch der Naturausbeutung eben in Frage gestellt werden kann. Und deshalb trotz sozusagen dieser offenen oder dieser scheinbaren Gegensätze, in denen sich diese sozialen Bewegungen jetzt oder die sozialen Revolten, die wir jetzt in den letzten Monaten gesehen haben, zu der Klimabewegung, denken wir trotzdem, dass sie eben genau die Punkte sind, auf die die Klimabewegung sich eigentlich auch hin orientieren müsste. Und wechselseitig natürlich auch, also dass sich sozusagen von beiden sie sich aufeinander zubewegen können. Und das hatte Max ja eben auch gerade schon angedeutet. Innerhalb der Gelbwestenbewegung gab es ja dann auch eben diese Bezugnahme auf die Klimabewegung.
das nur vielleicht noch als Ergänzung. Ja, also das ist ja spannend, dass ihr da jetzt dann doch diesen von mir mit Absicht so sehr einfach skizzierten Widerspruch immer ein bisschen aufgelöst habt und auch nochmal deutlich macht, nee, wenn es um eine andere Gestaltung der Welt geht, dann gehört das natürlich beides zusammen. Und das wäre jetzt auch meine Frage, als du sagst, also ihr habt jetzt alle klar gesagt, das ist natürlich nicht innerkapitalistisch zu lösen. Gleichzeitig habt ihr auch schon im Eingangsdenken klar gemacht, wir brauchen eine Lösung. Das ist ein Objektiv, dass da eine Dringlichkeit besteht. Wir können nicht einfach so weitermachen. Da würdet ihr eben auch mit Fridays for Future mitgehen. Was sind da für Ansätze? Wo seht ihr Potenziale? Also Degrowth, da habt ihr euch ja mit auseinandergesetzt, habt ihr auch diese Broschüre geschrieben, oder eher dann der Green New Deal, der jetzt wieder in aller Munde ist. Wo seht ihr die Ansätze, um nicht innerkapitalistisch das zu überwinden? Vielleicht können wir über eine Kritik da zu den Ansätzen kommen. Also, weil wir haben uns dann mit der Degrowth-Bewegung eingehender beschäftigt und auch ein bisschen in letzter Zeit mit diesen Green New Deal-Diskussionen. Dieser Green New Deal-Vorschlag, den gibt es inzwischen halt bei den linken Demokraten so in den USA. Also, wie heißt sie? Ja, Cortez. Und Sanders. Das ist halt erstmal so ein, so sehr sozialdemokratisch grünes Projekt, was jetzt aber innerhalb des kapitalistischen Rahmens halt bleibt. Also sehr ambitioniert, auch recht, die wollen sozusagen sowohl sozialen Wohlstand für alle mit höheren Renten und mehr Arbeitsplätzen, als auch keine Emissionen mehr, also beides zusammen. Also es ist ein ziemlich umfangreiches Projekt, was auch gleichzeitig eher illusorisch ist, innerhalb des Kapitalismus. Was sie eigentlich vorschlagen, ist halt so das Wachstum von dem fossilen Energie zu entkoppeln dann so eine riesen Umstrukturierung zu machen. Also dass der Energie, des ganzen Verkehrs auf Elektromobilität und was halt eigentlich mit enormen Problemen einhergehen würde, nach unserer Einschätzung, die aber da gar nicht so richtig thematisiert werden. Also dass einmal es halt nicht so einfach werden wird, wahrscheinlich dieses fossile Kapital jetzt mal eben so stillzustellen und zu entwerten, also dass das auch mit durchaus einer ökonomischen Krise einhergehen kann. Gleichzeitig halt, dass diese Umstellung auf Elektromobilität ist halt Wahnsinn, was so Rohstoffe und so weiter angeht. Also da werden dann halt auch, müssen halt auch diese Rohstoffe dann erstmal abgebaut werden und da was halt gerade unter sehr schlechten, also unter einer hohen Ausbeutung stattfindet, also von Menschen und von Natur, auch diese Elektrifizierung des Verkehrs braucht man eine hohe Menge auch eigentlich an CO2-Ausstoß, um das alles überhaupt zu produzieren und gleichzeitig erhöht sich halt die Stromnachfrage enorm, also um geschätzte 20%. Und es müssen halt diese knappen Ressourcen abgebaut werden. Und gleichzeitig gibt es da ein bisschen so eine Naivität, würde ich sagen, also von diesen Green New Deal-Vertretern, dass man das jetzt so über so staatliche Programme so durchdrücken kann. Also gegen so eine Bourgeoisie, die natürlich das nicht so einfach machen wird, weil die Profitabilität dadurch halt enorm bedroht ist. Also so eine, eine sehr keynesianistische Ansatz. Ich glaube, dass die Probleme, das ganze Ausmaß der Probleme in dem Green New Deal eigentlich nicht so richtig ernst
behandelt wird. Also es ist schon sehr illusionär. Genau, was vielleicht kann man sagen, wo man auch wieder ein strategisches Verhältnis dazu einnehmen kann. Was sie halt machen, ist halt auch diese ökologische und soziale Frage so zu verbinden. Das ist vielleicht der einzige. Also das ist schon vielleicht so ein Ansatzpunkt, wo man auch so wieder so reingehen kann. Aber ja, eigentlich wollen sie schon alles so ein bisschen so lassen, wie es ist, nur ein bisschen besser machen, ein bisschen umweltfreundlicher, ein bisschen sozialer. Da jetzt zu der Frage, deiner Frage mit den Ansätzen, also genau, dazu könnt ihr vielleicht auch noch mal mehr sagen, also aber das, was der Green New Deal, der bricht halt nicht mit so einem Wachstum, also der hält halt, also der will halt eigentlich auf dem Level von Energie- und Ressourcenverbrauch bleiben und zum Beispiel nicht den Individualverkehr angreifen und solche Sachen, und das muss halt, glaube ich, passieren. Also dieses ganze Thema von zum Beispiel dieser Automobilverkehr, ja, also diese Elektromobilität ist also voll der Quatsch. Also das muss halt einfach revolutioniert werden. Dieser ganze Autoverkehr muss eigentlich so abgeschafft werden oder zumindest auf so ein Minimum reduziert werden und damit halt die ganzen, wie Menschen leben. Genau, darauf wollen wir erst noch zu Digos was sagen und dann noch mal drauf. Zu diesem Verkehrsthema machen wir auch viel. Vieles. Ja, also vielleicht noch mal so ganz kurz so im Vergleich oder so, also dieses, was ich, jetzt haben wir positiv ausgedrückt, was ich an dem Green New Deal eben ganz gut finde, ist eben, ja, dass es, also ich teile das alles, was Katja gesagt hat, aber man denkt halt auch, dass es nicht funktioniert und so, aber erstmal, dass es eben wie so eine Art grobe, ja, so wie so ein Vektor oder so halt erstmal so vorgeht, also so eine Richtung, in die so gedacht werden muss, also ja, das ist ein Programm, was schon davon ausgeht, eben an der gesellschaftlichen Produktion anzusetzen. Nicht halt an den Produktionsverhältnissen, von den Eigentumsverhältnissen, aber also an der ganzen technischen Seite der Produktion, der Konsumption, das ganze Energiesystem, das Verkehrssystem, Landwirtschaft und so weiter. Alle diese Sachen werden da halt mitverhandelt. Und das heißt, es gibt schon ein großes Bewusstsein für diesen gesamten ökonomischen Prozess und in seinen Zusammenhängen und halt irgendwie eben auch schon die Idee, ja, das darf jetzt aber nicht alles auf Kosten halt der Arbeiterinnen passieren und so, sondern dann kommt, also sondern es muss eben eher noch eine Chance sein oder so, ne? Also da wird es dann halt so schwierig, weil dann halt diese Idee kommt, dass es super eigentlich quasi einen Wachstumsboost geben könnte, ja, und alles eigentlich harmonisieren würde, sozialen Verhältnisse, Naturverhältnisse im Kapitalismus, und das ist halt dann problematisch, aber so erstmal so, also ich finde, da schon kann man auch was dran retten, wie man das eigentlich, was man da alles mit bedenken müsste und was man da eigentlich schon so einen großen zusammenhängenden Plan eigentlich bräuchte für so eine Transformation. Und ja, bei Degrowth gefällt mir halt besser sozusagen, obwohl ich eigentlich früher halt so gehasst habe. Also ja, also schon eben dieser Bruch mit der Vorstellung erstmal, ja, wir müssen halt Wachstum schaffen, wir müssen Jobs schaffen und so weiter. Sondern schon, dass halt eine prinzipiellere Frage nochmal aufgeworfen wird, eben, ja, warum muss die Wirtschaft überhaupt wachsen und was ist überhaupt Reichtum? Das ist halt, denke ich, wichtig. Da sind die halt ganz gut, also die haben halt viel so kulturkritische Sachen und überlegen dann halt so, ja, was ist Glück, was ist Reichtum, warum orientieren wir uns halt am Bruttoinlandsprodukt, wenn wir uns diese Frage stellen? Ist Glück nicht und Reichtum besteht es nicht vielmehr auch in menschlichen Beziehungen und in Zeit und in Erfahrungen, die wir machen und so weiter. Und das finde ich schon auch radikal, aber was dann halt das Problem noch ist an denen, ist, also das ist halt so von dem politischen Spektrum also noch viel diffuser, also weil das eine ist halt eigentlich schon so eine Art bisschen grün gemachte Sozialdemokratie und das andere, also das reicht also wirklich von konservativ, esoterisch hin zu anarchistisch, libertär,
also so auch keynesianisch, gibt es auch alles Mögliche, und das ist halt wirklich sehr, 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 sehr offen. So. Was daran ist denn dann spannend? Also, ihr habt ja eben auch schon gesagt, grundsätzlich erstmal hat ihr einen total negativen Blick auf diese ganzen Degrowth-Debatten, habt ihr auch in dieser Broschüre, der war ja auch eher negativ. Und mittlerweile sagt ihr, nee, Wachstum ist schon vielleicht das zentrale Problem und irgendwie kann man aus der Bewegung vielleicht auch noch, oder aus deren Ansatz irgendwie mehr mitnehmen als aus diesem Green New Deal. Also warum stellen die jenseits von jetzt, wie kann man Glück definieren oder kann man zwischenmenschlich nicht auch anders glücklich werden als mit Wachstum oder mit viel Luxus, was stellen die dann, warum stellen die vielleicht eher die richtigen Fragen oder ist das gar nicht so? Also das Erste wäre vielleicht, also es ist ja nicht ganz nebensächlich sozusagen auch diese Redefinition sozusagen dessen, was Reichtum ist. Also das ist ja für uns, glaube ich, schon auch ein Fluchtpunkt sein kann, dass wir eben sagen, naja, unser Begriff von Reichtum ist nicht einfach mehr zu konsumieren. Es ist klar, dass wir halt sozusagen die Sicherung der materiellen Lebensbedingungen nicht durchstreichen können, wie es teilweise eben in diesen Bewegungen passiert, aber sozusagen die Möglichkeit eben eine andere Art der Gemeinschaft zu entwickeln, andere Art des Zusammenseins, mehr freie Zeit zu haben. Das sind ja eben wirklich auch zentrale Elemente von einem kommunistischen Programm, würden wir denken. Deshalb würde ich das gar nicht jetzt mal so als Nebensächlichkeit abtun. Aber das, worum es eben jetzt in der Hinsicht oder mit Blick auf den Green New Deal zentral geht, ist eigentlich die Tatsache, dass der Green New Deal eben, wie Katja eigentlich auch schon angedeutet hat, eigentlich die ökologische Krise oder wenn man es jetzt positiv und optimistisch vielleicht formulieren mag, den Klimawandel zugunsten eben neuer, verschärfter ökologischer Krisen löst. Also das kann man genau an der Idee halt, den Pkw-Verkehr einfach nur zu elektrifizieren, sehr, sehr deutlich sehen. Aber auch insgesamt eben, was die Fortsetzung halt dieses letztlich auf Kapitalakkumulation basierenden Wachstums eben angeht. Und dem setzt jetzt erstmal dieser Degrowth-Gedanke entgegen, dass ein sozusagen tieferes Verständnis überhaupt der ökologischen Zusammenhänge des Erdsystems, der sozusagen in den Vorstellungen des Green New Deal eben und auch in den Vorstellungen eben dieser sozusagen Ökomodernisten tendenziell unter so einer Hybris der technologischen Fixes und so eher klein geredet wird. Also dass die schon ein besseres Verständnis davon haben, dass dieser Weg eben nicht fortgesetzt werden kann, ohne wirklich die Lebensbedingungen der Menschheit auf diesem Planeten eben weiter zu untergraben. Und ich denke, das ist erstmal halt ein wichtiger Ausgangspunkt, der sich sozusagen in unserem Thesenpapier, was wir da vor ein paar Jahren geschrieben haben, einfach überhaupt noch nicht ausdrückt, weil uns einfach schlicht das Verständnis dieser materiellen Zusammenhänge gefehlt hat und deshalb auch sozusagen jetzt die andere Bezugnahme darauf, trotz der ganzen wesentlichen Probleme, die Max jetzt auch schon angesprochen hatte mit dieser ganzen Degrowth-Ideologie, die ja wirklich, also in den wenigsten, also nicht mal in den sozusagen linken Varianten das kapitalistische Privateigentum in Frage stellt, sondern eigentlich noch illusionärer in der Hinsicht ist, als es eben diese Exponenten eben des Green New Deal sind, dass sie eben sagen, naja, gut, man braucht halt nur irgendwie so ein paar zusammenhängende politische Reformen und dann kann man halt die Arbeiter aus der einen Industrie in die andere transferieren, Jobgarantie, irgendwie die Wochenarbeitszeit reduzieren und gleichzeitig die Löhne steigern. Und das ist ja alles, haben wir in unseren Modellen sozusagen nachgewiesen, dass das halt funktioniert und dass dabei eben dann sozusagen das Glück steigt, aber das BIP nicht mehr. Und wenn das halt irgendwie in so Modellen möglich ist, dann muss es auch in der Realität möglich sein. Also es ist sozusagen noch viel naiver hinsichtlich der gesellschaftlichen Machtverhältnisse, die eben existieren und damit auch eben viel hinsichtlich der politischen Strategie eben noch blinder, als es eben die Strategen jetzt eben der linken Sozialdemokratie sind, die zumindest darum eben wissen. Dann würde ich zum Ende hin auch nochmal in die Richtung, also fragen, was sind denn dann jetzt so Einsatzorte für eine sozialrevolutionäre Kritik, wollen wir in diese Bewegung weiter reingehen, ist irgendwie Degrowth, die jetzt mit denen ihr jetzt gesagt habt, gut, damit kann man auch Kommunismus durchaus verbinden, was man jetzt irgendwie mit dem Green New Deal nicht unbedingt kann, heißt das jetzt, wir versuchen irgendwie
also sehen wir Potenzial in dieser Fridays for Future Bewegung? Wollt ihr versuchen, da weiter reinzugehen und die zu radikalisieren? Oder sagt ihr, das ist eigentlich eh ein Stück weit auch, läuft sich tot und lohnt sich vielleicht auch gar nicht? Wo seht ihr die Perspektiven? Das würde ich jetzt erstmal an euch und würde das dann auch in Richtung Publikum geben. Ich will auch eine Runde machen. Ich weiß nicht. Ja, naja, also, genau, also so ein bisschen an das anknüpfen, was Max vorhin meinte. Naja, es ist halt jetzt gerade sozusagen eine soziale Bewegung. Wir sind halt so ein bisschen sozusagen opportunistisch und versuchen halt die Möglichkeit zu nutzen, halt in so einer Bewegung halt so ein bisschen der Aufgabe nachzukommen, die wir halt als so einen Mini-Zirkel, der wir halt sind, irgendwie nachkommen können, halt so ein bisschen sozusagen Aufklärung zu betreiben, in Diskussionen irgendwie reinzugehen. Und letztlich hängt das halt nicht an uns oder halt auch an dem erweiterten Milieu oder so, das sich jetzt vielleicht auch hier versammelt hat, ob jetzt halt solche Bewegungen sich entwickeln. Und das, was wir eben machen können, ist dann genauso wie, denke ich, es auch mit den Geldfesten eben der Fall ist, zu versuchen, innerhalb dieser Bewegung zu wirken und zu versuchen, irgendeinen Teil dazu beizutragen, dass diese Entwicklung halt vielleicht in eine Richtung geht, die unserer Sache zuträglicher ist. Aber jetzt irgendwie großartigen zeitrevolutionäres Programm können wir jetzt halt leider auch nicht präsentieren, sondern es schien genauso planlos wie alle anderen wahrscheinlich halt hier. Oder vielleicht gibt es ja auch noch Ideen oder auch vielleicht Erfahrungen jetzt halt, wie die Auseinandersetzung halt hier gelaufen ist oder in anderen Städten gelaufen ist. Wie gesagt, aus Frankfurt hatten wir zumindest die Erfahrung, die Erfahrung geteilt bekommen, dass es sogar von ganz gute Diskussionen eben gab und gute Auseinandersetzungen eben mit Fridays for Future Aktivistinnen. Das ist jetzt sehr unbefriedigend, aber viel mehr kann ich auch nicht beitragen, vielleicht hast du noch ein Problem. Ja, also ich hab einen Vorschlag. Nein, also ja, ich habe es gelesen, was ich ganz interessant fand. Und zwar es ist ja klar, man muss wahrscheinlich eben so ein Endziel oder so unterscheiden von dem, was jetzt gerade vielleicht so passiert oder passieren könnte. Was jetzt gerade passiert, ist eben unter anderem, ja, was wir auch schon ein paar Mal jetzt hatten, diese Kämpfe um Mobilität. Das war jetzt gerade also eine Art Ausgangspunkt für viele verschiedene Kämpfe. Also auch in Chile, der Kampf fing ja an mit diesen Erhöhungen auf die Metro-Tickets. In Ecuador gab es eben diese Treibstoffsache, in Frankreich, auch in Iran war das auch der Auslöser sozusagen. Und also ich habe schon den Eindruck, und ich habe diesen Artikel gelesen, so einem kanadischen Online-Magazin, wo auch andere Beispiele noch gebracht wurden aus New York und Vancouver und so, und gesagt wurde, ja, okay, in den Amerikas geht da gerade so eine Welle so rum von solchen urbanen Kämpfen um Mobilität. Und da wurde eben dann gesagt, das seien sehr interessante Entwicklungen, weil das eigentlich, weil das Profil von diesen Auseinandersetzungen eben so ist, dass da, jetzt zum Beispiel in New York eben so soziale Interessen von armen Lohnabhängigen, aber auch eben Umweltkämpfe und eben aber auch so antirassistische Kämpfe halt zusammenkommen, weil eben ja ein sehr großer Teil der Leute, die dann halt dort mit Strafen überzogen werden, kontrolliert werden, Polizeigewalt ausgesetzt sind und sowas in diesem öffentlichen Nahverkehr, halt oft eben ja Schwarze sind dort oder ja, migrantische Leute auch generell. Das ist halt so, fand ich halt ganz interessant. Ich glaube, das könnte halt wirklich was sein, also diese Forderung nach so einem kostenlosen Nahverkehr zum Beispiel, das als so militante Bewegung jetzt in einer Stadt wie Berlin zum Beispiel, könnte ich mir schon vorstellen, dass das viele Leute zusammenbringen würde. Also eben, weil es da unterschiedliche Motive auch gibt, an sowas halt teilzunehmen. Also halt einfach, dass man halt kein Geld hat oder dass man eben Repressionen ausgesetzt ist in diesen Räumen oder dass man halt eben auch denkt, dieses Verkehrssystem ist halt einfach, weil es halt so eigentlich das oder mit das gesellschaftliche System ist, wo am meisten Emissionen eben stattfinden,
ganz wesentlicher Knackpunkt, um halt wirklich diese Klimaziele vielleicht zu erreichen, ohne dass da halt was passiert, wird es halt nichts. Und also das könnte ich mir vorstellen, dass das ein Terrain ist, das ganz interessant ist. Falls da was passiert, würde es sich wahrscheinlich auch lohnen, drauf zu gucken.